Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute wieder mit einer neuen Eissorte von Melzer und Fu. Und das reimt sich so schön auf das Ru von Guru. Aber nicht nur deswegen teste ich die Sorte heute für euch, sondern weil ihr es euch in den Kommentaren gewünscht habt, gleich mehrfach haben mich Anfragen erreicht, dass ich das testen soll. Und habe mir gedacht, okay, mache ich auf jeden Fall. Es gibt drei neue Sorten. Es gibt so eine Chocolate-Sorte, Karamell-Sorte mit der Jokolade. Die war ausverkauft. Dann gab es hier noch Cornflakes and Milk und so ein Mango-Chill, so ein Mango-Sorbet-Eis. Aber Sorbet war mir ein bisschen zu langweilig. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon 5,99 € für ein gutes Eis ausgebe, dann will ich eine neue Geschmacksrichtung erleben, nämlich Cornflakes and Milk. Was eine geile Idee. In diesem Eis steckt Milcheis mit 3,5% Cornflakes, Erdnussstückchen und Honig dekoriert mit 1% Knusperstückchen mit weißer Schokolade und Cornflakes. Klingt ziemlich geil. Ich rede ein bisschen schneller gerade, weil ich es gerade frisch aus dem Supermarkt für euch mitgenommen habe. Aus dem Rewe um die Ecke im Wandsbek. So sieht das Ganze aus und es ist jetzt, glaube ich, auch perfekt angetaut, so dass ich jetzt wieder durchschneiden kann in der Mitte und euch das mal von einmal im Querschnitt zeigen kann. Das habt ihr auch immer so gemocht, deswegen mache ich das wieder hier. Wir sehen uns gleich, also wieder in der Großaufnahme. Und jetzt lüften wir das Geheimnis. So sieht's innen drin aus. Ups, mega unspektakulär. Aber ich bin mir sicher, dass ich noch ein paar Cornflakes oder Erdnussstückchen in dem Eis hier verirrt haben. Das hoffe ich doch zumindest. Ich werde gleich mal mit den Löffeln ein bisschen reingehen. Hier seht ihr die weiße Schokolade, die auch da oben drauf ist. Und ja, das ist perfekt angetaut. Es war ein ganz schöner Akt, das durchzuschneiden. Aber ihr könnt ja auch nochmal sehen, es ist richtig fest, dieses Eis. Weil da halt keine Luft drin ist. 500 Milliliter, 440 Gramm. So sieht's aus. Also ein sehr dichtes und dickes Eis. Und jetzt wird probiert. Jetzt kann ich wirklich von allen Stellen dieses Eis durchbohren. Und es ist krass, wie fest das immer noch ist. Ich bin jetzt 10 Minuten heute bei 25 Grad. Wow. Vom Supermarkt hier hingelaufen. Und es ist immer noch mega fest. Es ist schön milchig und cremig. Ich esse es hier gerade von der Seite und von unten und von oben. Aber what happened with the cornflakes? Was ist denn hier mit den Cornflakes passiert? Ehrlich, bei Cornflakes und Milk will ich hier irgendwelche dicken, knusprigen Cornflakes-Stückchen wiederfinden. Aber es ist ja eher Milk, Milk, Milk und irgendwann Cornflakes. Ich weiß nicht. Unterm Deckel klebt noch ein bisschen was. Und das Topping war ja mit weißer Schokolade und Cornflakes. Das ist ja auch eine ganz nette Idee. Das probiere ich jetzt mal. Ach, so, meine Güte. So sieht's aus. Das ist echt geil. Und da muss es doch mehr von diesen geilen Sachen in dem Eis geben. Es kann natürlich nach oben so geil sein. Ich sicke es nochmal so durch, ihr Lieben. Und geht immer genau auf den Grund, ey. So, auf der Verpackung stand ja auch drauf 3,5% Cornflakes. Aber ich hoffe in so einem Fall immer, dass ich bin mathematisch so schlecht, dass das irgendwie sich doch ein bisschen positiver aufs Eis auswirkt. Und dann es bleibt halt einfach hier nur so ein, so ein Milcheis hier in der Mitte. Und das ist echt lecker, mit einem schönen Aroma. Hier ist ja auch ein bisschen Honig mit drin, das schmeckt man. Aber man erwartet einfach mehr Cornflakes. Also so sieht's aus. Es bleibt echt nur ein Milcheis, was hier übrig bleibt. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ja, es steht ja irgendwie Nutty Cornflakes und dann sind die Cornflakes nur oben und hier drin ist gar nichts mehr drin. Ja, und ich dachte so, wow, coole Sorte von Melzer & Fu. Einfach mal Ben & Jerry's ausgestochen mit einer richtig krassen, geilen Sorte. Aber das hat kein Ben & Jerry's Flavor, weil es einfach nur ein plaines, weißes Eis hier drin ist. Das finde ich echt schade. So eine geile Sortenidee. Und dann
so ein schlichtes Eis darunter. Gerade das Topping, was so geil geworden ist, ehrlich. Also für alle, die die ersten 2 Minuten des Eises am besten finden, richtig geil. Danach wird es mächtig langweilig. Das ist so schade. Gott, ich bin so ein positiver, gestimmter Mensch. Aber jetzt bin ich auch gerade so enttäuscht davon. Gut, gibt auch andere Sorten. Ich werde mich mal demnächst dieser Jokoladesorte widmen, die schon ausverkauft war. Vielleicht war genau die deswegen nicht so ausverkauft. Da haben bestimmt auch schon andere getestet und waren vielleicht auch enttäuscht. Ich finde es leider sehr langweilig. Auf einer Skala von 1 bis 10, geschmacklich ist es wirklich gut. Aber nicht vom Sortenversprechen her gebe ich dem Ganzen nur 5 Punkte. Schade! Marmelade, ich habe irgendwo ein Haar auf der Nase hier. Und ja, habe ich hier jede Menge Eis. Das werde ich mal gleich in Alufolie packen, irgendwie zurück im Becher quetschen, einfrieren. Dann mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht mit Erdbeeren servieren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, 5 Punkte. Ich finde eine Sorte, die lohnt sich nicht. Ihr habt nichts verpasst. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi. Jo, ihr Lieben, ich habe gerade festgestellt, ich habe das Produkt auch ein bisschen falsch gelesen. Ja, es heißt ja Nutty Cornflakes Milk. Also es geht um die Milch, die in den Cornflakes zurückbleibt und den Geschmack von den Cornflakes aufgenommen hat. Unter der Betrachtungsweise ist das Eis schon gut gelungen, weil es wie die Cornflakes-Milch schmeckt, die man dann so raussüppelt aus der Schüssel. Und das ist ja auch der Hintergrund dieses Eises. Also sind die 5 Punkte zu hart gesetzt. Ich hatte mir einfach Cornflakes und Milch vorgestellt, aber ist ja gar kein und drin. Dafür kann die Eissorte nichts, aber ich bin auch wie so ein ganz verpeilter Verbraucher. Manchmal, man geht dran vorbei, guckt es, hat eine gewisse Vorstellung, nimmt es mit, interpretiert es falsch und ist dann trotzdem irgendwie enttäuscht. Naja, aber auf der Basis, Nutty Cornflakes Milch, also Cornflakes Milch, bekommt es dann doch wieder versöhnliche 8 Punkte von mir. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende geguckt und ja, abonniert den Kanal, seid dabei, wenn ich wieder mal auf irgendwas reinfalle oder also so verpeilt bin, dass ich wieder ein Eis oder ein anderes Produkt falsch interpretiere. Kommt vor, aber manchmal ist auch der Wunsch der Träger des Gedankens. Ne? Vielleicht wäre meine Sorte wirklich mit Cornflakes in dem Eis. Das wäre doch mal richtig geil. Bitte macht das doch mal. Mit Cornflakes, weißer Schokolade, so als Chunks. Das wäre genau meins. Okay, das war's jetzt aber auch. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.